Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey. In der letzten Folge hatten wir diesen extrem spannenden Kampf mit den kaledonischen Eber. Ich weiß nicht, warum der immer noch da oben steht. Aber egal. Auf jeden Fall haben wir nur herausgefunden, dass wir 8 Tiere insgesamt töten müssen, um dieses große, um die Komplettbelohnung zu bekommen quasi. Ja, ein Tier haben wir jetzt schon und es kommen im Laufe des Spiels noch 7 weitere. Aber jetzt erstmal hier ein kleines Kopfgeld, was wir uns holen werden. Für diese Banditen hier. Pennen am herrlichen Tage. Juckt die nicht, dass da ein Hirsch reingeht. Oder hinten ist ein Bär, glaube ich. Ich hoffe, der mischt sich da nicht ein. Ich mache mich unsichtbar. Ich verliere nicht. Na? Ich habe voll erschrocken, das war jetzt keine Absicht. Schön. Okay. Das hätten wir dann auch. Komm mit. Muss man jetzt immer ganz runterblättern hier, ehe man hier die spartanischen Soldaten. Der ist wo da? Quasi genau geradeaus. Hey! Sperrgebiet! Das war aber nicht so brutal. Mach dich bereit!
Aua. Schläft einfach. Der ist einfach verpennt. Vergoldete Sense. Aha. Die Staatsstärken irgendwie senken, aber es ist irgendwie doof, weil ich diese ganze Sache schon überall erledigt habe. Das können wir noch machen, aber ansonsten. Machen wir das, glaube ich, heute mal. Das sind ja auch noch die zwei Priester, die sich, also nicht zwei, aber die Priester, die irgendwie Saphire geklaut haben, die haben sich ja dort noch mit versteckt und deswegen wäre das jetzt wohl noch ein guter Anlaufpunkt. Der Wolf von Sparta ist ein Kriegsheld und strenger Anhänger der spartanischen Gesetze. Alles klar, danke für die Information. Okay. Das ist doch in der Desfina-Festung. Oder? So mal ein ganzes Stück Arbeit, würde ich mal denken. Also weiches Fell haben wir, glaube ich, jetzt zuhauf. Vielleicht hat der mich nicht um. Ich sehe sie. Ja, herzlichen Glückwunsch. Noch ein etwas anderer Eingang. Es sind auf jeden Fall viele. So ein Überfluss fällt es jetzt auch noch an zu regnen. Ich denke mal, das wird sich auch nochmal ganz schön schwächen, wenn ich das hier mache.
Die Polen mag ich und die Pfiffs aber ausschalten. Hier werden sie besonders wachsam sein. Die sind überall immer besonders wachsam. Nur an dieser Seite der Mauer anscheinend nicht. So, als erstes sollte ich das Signalfeuer. Wow, das ist aber mitten im Platz. Sehr gut. Es ist immer noch ärgerlich, dass ich Menschen nicht mit einem Schuss töten kann. YouTube checkt das überhaupt nicht. Warum auch? Toll, schlechter da drüben rum, ey. Das bringt mir überhaupt nichts. Geht wieder in sein. Wo ist denn das Signal vor euch? Siehst du? Da ist das. Wow. Das scheiß Vieh, Mistvieh verrät mich die ganze Zeit. Alles klar. Jetzt hab ich dich! Boy. Na, da kann ich da hinten auch noch dieses... Dings verbrennen. So. Ist ja doof. Komm hier rein. Alter!
Das ist manchmal echt knapp. Denkt man manchmal, macht es clever. Die sind anscheinend fertig mit ihm, mit dem Bären. Wie der Fels, Alter. Mancherlei Hinsicht sieht das manchmal echt lächerlich aus. Wow. Hier sind sie. Ein bisschen blutig. Aber sie glänzen noch wie Saphire. Aber der Schuldige findet dich. Eventuell. Er hat schon ein bisschen was abbekommen, aber ich glaube, ich sollte mir erstmal alles andere vornehmen. Was machst du denn da? Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Der sieht das natürlich nicht. Lege ich den ab? So nicht. Aber es hat ja funktioniert. Boah, ey.
möchte hier gerade halt ungern verkacken. Vielleicht gehe ich mal kurz hier runter. Und speichere mal kurz. Dass, wenn ich verkacke, muss ich nicht alles nochmal machen. Taste habe ich gedrückt. Damit haben wir einen Befehlshaber ausgeschaltet. Komm mal mit. Du kannst da draußen über deine Fehler nachdenken. Okay, ich gehe mal weiter hier lang. Ich könnte dem Innenhof gern alles weitere machen, was wir wollen. Nur ohne mich. Schön. Der Anführer des Staates Pokis ist jetzt Angreifer und der Eroberungsschlatz verfügbar, aber es wäre gelacht, wenn ich das hier so lassen würde, wie es jetzt ist. Was muss ich jetzt noch machen? Ich muss einen Kriegsvorrat noch verbrennen, den Fiesbauer ausschalten, den Polemarch ausschalten und die Ostrak von Rätsel finden. Okay. Tun wir das doch einfach. Ah, Rex, wechsel doch die Position wieder. Was soll's? Da hinten.
Die latschen einfach draußen rum. Oder? Nee. Machen die gar nicht. So, in erster Linie, der steht jetzt schön alleine. Der Chef. Gegen den Stein. Oh, durch die Eier, Alter. Oh, oh. Krass, Mann. So, das war Hauptboss. Ich muss noch einen Befehlshaber und das Rätsel. Und die Truhen. Aber vielleicht wirklich den muss ich ausschalten. Nicht den anderen. Fragt sich nur, wie wir es am dümmsten machen. Fuck, ja, das überlebt man. Ist der doof? Was ist das für ein Arschloch? Ja.
100 Gegner mit dem Speer ausgeschaltet. Das ist doch schön. Ich glaube, die Folge hat leicht Überlänge, kann das sein? Alle cool aus, aber nee. Die Fleischwolf, Alter. Oh, haben wir schon den Bogen der Artemis und dann können wir direkt demnächst wieder. Alter. Mache ich euch wirklich zu Hackfleisch. Oh, da gab's einen Leck. Ich komme da vielleicht rein, das ist doch. Geil. Der Anführer war ja auch lächerlich, ehrlich gesagt. Der Anführer kommt ja einfach rein, spaziert. Was ist denn hier los? Tot. Und noch ein selbstgemachtes Speer, was dann nicht mehr so gut ist. Sind rückwärts. Alter, das ist total. Oh. So, jetzt haben wir noch die Truhe und das Rätsel müssen wir noch finden. Und dann wollen wir noch die Entscheidungsschlacht machen. Das Ding macht mega viel Schaden, aber dafür bist du extrem langsam. Hey, wo ist denn das Teil denn? Das Krakos-Rätsel finden. Aha. Hm.
Ein Fingerzeig im Tal der Schlange liegt ein halb vergrabener Titan. Von dort, wo sein bemooster Finger hinzeigt, geh nach Norden, du findest mich auf dem Gipfel. Okay. Mache ich vielleicht irgendwann mal. Wo kommen denn die ganzen Stimmen her? Ich meine, die sind ja nur alle tot. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's von einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Ja, wieder mit Überlänge. Aber dafür haben wir jetzt heute wirklich die Athener nochmal so heftig geschwächt, dass wir in der nächsten Folge die große Entscheidungsschlacht machen können. An wen wird Focus gehen? Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin. Ciao.